So, es freut mich, dass wir jetzt zu unserer letzten Stunde zu diesen beiden Seminaren gekommen sind. Ich habe deshalb beide Tafeln zusammengetan, weil ich möchte beides miteinander verbinden. Wir haben versucht zu zeigen auf der geistlichen Seite, dass das, was wir am meisten brauchen, ist die Liebe. Und wir haben gesehen, dass die Frucht des Geistes die Liebe ist und mit ihren Zutaten. Und wir haben gesehen, dass der Mensch das nur tun kann, wenn der Geist Gottes in ihm wohnt. Wir haben versucht zu sehen, wie diese Zusammenarbeit sein soll zwischen dem Geist und uns, damit wir es lernen zu tun. Weil Liebe ist was Aktives, nicht Passives. Und wir müssen fähig sein, das im Leben umzusetzen. Dann sind wir sowohl auf geistiger Ebene gesund, wie auf körperlicher. Wir haben gestern Abend auf der körperlichen Seite versucht zu zeigen, wo der Geist und der Körper sich treffen und wie der Geist funktionieren muss, damit der Körper gerecht denkt und seine Entscheidungen so trifft, dass der Strom erzeugt wird, der für den Körper richtig ist. Und wir sind zum Ende gekommen, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Quelle, von wo wir nehmen, weil das, was wir nehmen, geben wir auch weiter. Wir können nicht etwas weitergeben, was wir nicht vorher genommen haben. Das ist unmöglich. Der Mensch ist ein Wesen, das sowohl auf geistiger als auch auf körperlicher Ebene nur das weitergeben kann, was er vorher genommen hat. Diese andere Idee, die wir gesehen haben, mit der der Mensch in seinem Herzen betrogen ist, ist, er kann von sich aus geben, weil er denkt, er hat etwas und er kann etwas. Und das ist eine Straße, die zur Zerstörung führt, wenn wir in die Not kommen. So eines der wichtigsten Fragen, die sich sowohl nach dem Gesundheitsseminar immer wieder ergibt, ist, wie soll ich das jetzt umsetzen, das Nehmen? Weil kostet das Nehmen ein wenig Anstrengung? Oder nicht? Das heißt, wir gehen doch arbeiten. Warum gehen wir arbeiten den ganzen Tag? Nun, weil wir etwas brauchen, oder? Wir gehen, und ich liebe Früchte, ich liebe durch die Obstplantagen zu gehen oder dort, wo Früchte, Bäume sind, weil ich sie gerne esse. Aber so manche Kirsche muss ich hochklettern auf den Baum, um an sie ranzukommen. Und das kann ja manchmal gefährlich sein, oder nicht? Ja, wenn man nicht aufmerksam ist oder wenn man guckt, dass man an die Kirsche nicht rankommt, wo der Ast ein bisschen nach außen ist. Aber man will ja die Kirsche haben. Also tut man alles, was man kann, um sie zu kriegen. Ich bin auch ein großer Freund von Nüssen. Ich komme noch nicht mehr so dazu, Nüsse sammeln zu gehen, wie ich in den Jahren, wo ich noch nicht so beschäftigt war, konnte. Aber dann geht man auf den Baum und schüttelt den Baum und holt sich die Nüsse. Es kostet also ein bisschen Anstrengung, das Nehmen. Und jeder kann nehmen, wie viel er will oder braucht. Und als Jesus auf der Welt war, und lebte hier auf Erden zusammen mit seinen Jüngern. Haben die Jünger unterschiedlich genommen oder haben alle gleich genommen? Wer hat am meisten genommen? Wer war am eifrigsten beim Nehmen? Petrus? Und man könnte ja sagen, der Johannes, nicht? Wir müssen auch in der Heiligen Schrift, ich denke, Johannes
hat von den 11 Jüngern am meisten profitiert von dem Herrn. Alle haben profitiert. Aber der Johannes ist dennoch in seiner Art herausragend. Er verlässt Jesus nicht, als alle weglaufen. Ja, er geht ihm nach. Er ist am Kreuz mit seiner Mutter, mit der Mutter Jesu zusammen und bekommt den Auftrag, auf seine Mutter aufzupassen. Johannes ist der, der nicht als Märtyrer stirbt von den Jüngern. Wenn ich richtig weiß, sind alle anderen als Märtyrer gestorben. Der Johannes wird in heißes Öl getan und er überlebt. Und so können sie ihn nicht töten, so schicken sie ihn auf die Insel Patmos. Und auf der Insel Patmos, da kommt Johannes die Offenbarung, das letzte Buch der Heiligen Schrift. Und es war zwischen Petrus und Johannes eine gewisse Konkurrenz, die gab es ja immer unter den Jüngern. Und als Jesus dem Petrus gesagt hat, wie er enden wird, jemand anders wird dir den Gürtel tun, ja, und Jesus sagte damit dem Petrus, dass er als Märtyrer sterben wird, da war der Petrus neugierig, was wird mit Johannes? Echt? Erinnert euch? Er sagt, aber Herr, was wird mit diesem? Und die Worte Jesu scheinen fast so ein bisschen provokant, sagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was hast du dazu zu sagen? Ja? So, es ist eines der Gedanken, die ich daraus holen möchte, ist, Gott steht für uns alle bereit, steht er? Aber nicht jeder nimmt gleich. Die Frage ist, wie viel wollen wir nehmen? Wie viel will ich denn von Gott haben? Wie viel will ich denn tun können von dem, was ich nehme? Und sicherlich sind wir ja so gemacht, dass wie viel Limit gibt es für den Gewinn? Ja, es gibt für eine einzige Sache kein Limit. Gibt es Limit fürs Essen? Fürs Trinken? Fürs Schlafen? Für alles gibt es ein Maß. Wofür gibt es kein Maß? Für die Liebe gibt es kein Maß. Weil ja auch schlimm, wenn es für die Liebe ein Maß gäbe. Weil Gott ist die Liebe, so ist sie unendlich. So von der Liebe kann man nie genug kriegen. Von der Liebe kann man auch nie genug geben. Und eine Ewigkeit, von hier werden wir ständig nehmen, von Gott Neues lernen und weitergeben. So das Leben wird so nie enden durchs Nehmen und Geben, weil auch ein Engel im Himmel, wie auch ein erlöster Mensch, der im Himmel ist und in den Himmel kommt, wird immer noch abhängig sein von seinem Schöpfer, um die Liebe zu nehmen, um sie dann weiterzugeben. Weil anders wie kann es nicht funktionieren. So, wir müssen nehmen, damit wir haben, um zu geben. Und wir können immer nur so viel geben, wie viel wir genommen haben. Ja, so viel, wie viel wir bekommen haben. Und jetzt gibt es natürlich auf der christlichen Ebene eine Menge von, sage ich jetzt mal, Unkenntnis oder Durcheinander. Wie soll denn die Beziehung zu Gott aussehen? Wie nehme ich denn tatsächlich? Die einen, und wenn man am Anfang seines christlichen Lebens ist, ist man immer gefährdet, extrem zu sein. Ja? Jeder neugeborene Christ, so wie auch jedes neugeborene Baby, ist in der Gefahr, in seinem Eifer auf eine Seite oder auf die andere Seite abzudriften. Und die
Eine Seite wäre, dass man mit Gott eine Beziehung will, wo man immer Gottes Stimme hören will, dass man weiß, was man tun soll. Das heißt, man denkt, dass Gott einen so lenkt wie eine Marionette. Ja, und wir haben ja Bibelverse, die sagen, du wirst hinter dir eine Stimme hören, die sagt, geh zu rechten oder zu linken. Und so erwarten manche, dass Gott ihnen diktiert, was sie tun sollen. Ja, das heißt, sie gehen zu Gott und erwarten in bis ins Detail eine Einweisung. Auf der anderen Seite gibt es die anderen, die sagen, Gott hat zu mir noch nie gesprochen. Ich weiß noch, wie ich am Anfang war, vor 11 Jahren, wie ich die Worte benutzte, Gott hat mir gesagt. Und ich benutzte sie in meiner Einfältigkeit, weil ich es ja so nahm. Ich las die Schrift und ich sagte, Gott hat zu mir gesprochen. Ist es nicht so? Aber wenn jemand kommt und sagt, Gott hat mir gesagt, dann versteht der andere das, ah, Gott hat mit dir gesprochen. Nicht, du hast gelesen in der Schrift und hast was gelernt. Und ich habe das dann schnell oder langsam verlernt zu sagen, weil es brachte Durcheinander. Die Leute sagen, ja, zu mir hat er noch nie gesprochen. Aber zu jedem hat Gott gesprochen, schon längst. Dass wir überhaupt manchmal richtige Entscheidungen treffen, ist, weil wir Gottes Geist unbewusst gehorchen und es tun. Aber wir wollen ja nicht unbewusst handeln, sondern wir wollen bewusst Entscheidungen treffen. Und so gibt es die zwei Extreme, die ich sage. Der eine sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll das essen oder das trinken oder weiß ja nicht was. Und die anderen sagen, ich habe Gottes Stimme noch nie gehört. Und ich lese die Schrift und dann warte ich, dass ein Gedanke kommt, dass ich etwas wahrnehme. Und sicherlich, wenn Essen das Wichtigste ist, wenn Nehmen das Wichtigste ist, wo könnten die meisten Fehler auftreten? Und wo würde man versuchen, jemanden zu verführen, wenn man will, dass er nicht ans Ziel kommt? Doch gerade in der Handlung des Nehmens. Gerade dort, wo es am allerwichtigsten ist, aufzupassen, was ich nehme, weil das, was ich nehme, das tue ich ja auch automatisch, geht gar nicht anders. So, dort muss ich das verdecken. Deshalb ist das in dieser Sicht der Dinge verdeckt, das Nehmen. Ich denke, ich gebe nur. So, es ist so wichtig, dass ich verstehe, den ersten Schritt, was ich nehme, bewusst, damit ich es tue. Und wir haben gesagt, Gott ist die Quelle. Aber wie komme ich an Gott dran? Will er mich so steuern, dass er mir sagt, geh nach links und dann gehe ich nach links, so wie ein Navigationssystem? Ist das seine Absicht? Hat er mich so geschaffen, dass er da ist und ich so handle, wie er gerade mir sagt zu tun? Oder hat er mich so gemacht, dass ich selbst an der Steuerung sitze und ich steuere mein Leben nach gewissen Grundsätzen, die er gegeben hat? Wo liegt die Verantwortung? Und ihr seht, das Ganze ist ziemlich fein, nicht so leicht immer zu unterscheiden. Was ist was? Weil manchmal brauche ich Gottes Rat sofort in einer Sache, wo ich mich nicht nach Grundsätzen handeln kann. Aber in den meisten Fällen, ich würde sagen in mindestens 95% der Fälle, brauchen wir keine extra Offenbarung, um zu wissen, was wir tun sollen oder nicht. Weil wir es ja schon
gelernt haben. Es gibt Richtungen, die dahin gehen, dass man zurzeit um den Heiligen Geist betet. Und man denkt, je mehr man um den Heiligen Geist betet und je mehr man darum bittet, je eher kriegt man ihn. Und auch das könnte man ja aus der Bibel irgendwo herauslesen, nicht? Hat nicht Jesus gesagt, wir sollen bitten um den Heiligen Geist? Absolut. Er sagt, der Vater wird euch das Beste geben. Der Heilige Geist ist das größte Geschenk, was ein Mensch haben kann. Aber die Frage ist, was tut der Heilige Geist? Was will er, was hat er vor mit mir? Wir sind nicht eingegangen auf die zwei Dinge, die der Heilige Geist tut. Einmal, dass er die Frucht in mir zum Tragen bringt und auf der anderen Seite, dass er Gaben gibt. Wonach sind wir? Die Gaben sind unterschiedlich wie die Frucht. Gaben kriegt nicht jeder. Es ist nicht jeder Apostel, es ist nicht jeder Wunderheiler, es ist nicht jeder, ja, sondern die Gaben sind alle verteilt individuell, so wie der Geist es will. Aber die Frucht ist keine individuelle Sache. Die Frucht ist eine Notwendigkeit für jeden. So, an der Frucht gibt es keine, kann sagen, ja, du hast sie und ich nicht. Das geht nicht. Wir müssen sie alle haben, weil sie ist lebensnotwendig, sowohl für unseren Geist als auch für den Körper. Die Liebe ist das Wichtigste, was wir brauchen. Und die Liebe ist ein Lernen von Dingen, die ich tun soll, die ich tun kann. Sie ist nicht etwas Mystisches. Sie ist zwar etwas Urgeistliches, aber sie ist nicht mystisch. Sie ist eine weise Art des Handelns. Ich denke, Weisheit und Liebe gehen parallel, wenn sie nicht dasselbe sind. So, deshalb, als Jesus vom Heiligen Geist spricht, spricht er von einem Lehrer. Er wird euch leiten, wohin? In alle Wahrheit. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, die an ihn glauben, in Johannes 8, Vers 31, sagt er, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, so ihr bleiben werdet in meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger. In was sollten die Jünger bleiben? In seiner Rede. Wir kommen dann nachher nochmal zurück. Seine Rede sind seine Worte. Und bleiben in seinen Worten bedeutet, sie zu hören oder zu tun? Zu tun. Und erst wenn diese Worte getan werden, sagt er hier, und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch freimachen. So, der Heilige Geist ist der Vermittler, dass ich die Wahrheit erkennen kann. Ohne ihn kann die Wahrheit nicht in mein Herz geschrieben werden, so muss ich mit ihm zusammenarbeiten. So ist er also ein Lehrer. Jesus sagt es hier, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht tragen, aber ich habe Vorsorge getroffen. Es kommt der Geist und er wird euch lehren. Jetzt frage ich euch, wenn wir nicht weise sind oder nicht wissen, wie wir handeln sollen, liegt das an Gott oder an uns? Könnte Gott uns über Nacht weise machen? Bitte überlegt das. Wir haben natürlich, bitte? Wenn du sowas fragst, ist das immer eine Frage. Ja, ja. Wir haben ein Beispiel in der Heiligen Schrift vom Salomo. Aber das Salomo zeigt uns, wie Gott ihm die Weisheit beigebracht hat.
Der Salomo spricht nämlich am meisten von Weisheit. Und er spricht, dass die Weisheit kommt dadurch, dass ich das Wort in mein Herz tue. Der Salomo war sehr bodenständig, solange er sich am Wort orientiert hat. Als er dann abgehoben hat, ist, ja, dann ist er auf die falsche Bahn gekommen und ist schlecht gelandet. Aber er fand den Weg wieder zurück. So, entscheidend ist, dass wir verstehen, man kann nicht weise werden von einem Tag auf den anderen. Will ihr mir das? Und ich denke, Gott kann auch nicht so tun und plötzlich habe ich alle Erkenntnis. Geht das? Das wäre ja ein Missbrauch meiner Persönlichkeit, meines Geistes. Deshalb ist es in Gottes Möglichkeit nur da, mich zu belehren, mich zu lernen. Deshalb, als Jesus kam, wird er nicht beschrieben als einer, der kam und alles wusste, als Mensch. In Jesaja 50 steht, dass ihn sein Vater jeden Morgen aufweckte und er sagt, dass ich höre, dass ich tue, was er mir sagt, wie ein Jünger hört. Und wir haben gesehen, dass Jesus sich identifizierte mit dem Menschen, indem er sagte, ich kann aus mir selbst nichts tun, wie ich den Vater höre und sehe, so handle ich. So, er hat sich völlig identifiziert mit dem Nehmen. Er sagte, ich tue, wie mein Vater es mich lehrt. Warum musste Jesus beten? Musste je Sünden bekennen, wie ich jeden Tag muss? Er brauchte Weisheit. Er brauchte den Heiligen Geist. Er brauchte zu wissen, was mache ich jetzt? Und er hatte natürlich auch eine große Bürde, dass er sagen, wie kann ich dem Petrus etwas beibringen? Weil es steht dort in Jesaja 50, vielleicht lesen wir es noch einmal, Jesaja 50, Vers 5 oder Vers 4, ist eines der schönen Verse, die uns zeigen, dass unser Heiland etwas lernen musste, als er auf Erden war. Er sagt hier, der Herr hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, dass ich wisse, mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden. Wie hat Jesus die gelehrte Zunge bekommen? Mystisch? Wunderbarlich? Oder indem es hier jetzt kommt, dann in dem zweiten Satz erklärt es, er weckt mich alle Morgen und er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Und der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und gehe nicht zurück. Das heißt, er hört und hören heißt auch folgen, so tut er das umsetzen. So, Jesus hatte eine gelehrte Zunge, weil er sie vom Vater lernte. Er musste als Mensch die Dinge lernen, um sie zu können. Deshalb rang er mit seinem Vater in der Nacht, um Dinge zu können, weil er seiner Not und seines Nehmens völlig bewusst war. Es gibt eine Geschichte, die mich immer fasziniert aus seinem Leben, als Jesus bis Mitternacht arbeitet. Sein Sabbatabend, er ist im Haus des Petrus, hat die Schwiegermutter gesund gemacht und nach Sonnenuntergang kommen die Juden alle mit ihren Kranken. Und er arbeitet, bis der Letzte gegangen ist und das ist weit nach Mitternacht. Aber wo finden die Juden Jesus, als sie am anderen Morgen, als die Sonne schon draußen ist, ihn suchen? Petrus und die Jünger lagen ruhig in ihren Betten oder wo auch immer sie lagen. Und das Volk kommt und schlägt an die Tür vom Haus der Schwiegermutter und sie sagen, wo ist der Herr? Wo ist Jesus? Jesus war nicht da. Wo war er? Er war frühmorgens, steht es in 1. Markus 1, Vers 35, steht, noch bevor es Tag wurde, als es noch ganz dunkel war, ging Jesus hinaus, um zu beten.
So, wir sind manchmal, ich bin manchmal, komme auch an die Grenzen meiner Müdigkeit und dann denke ich am anderen Morgen, wow, Gott weckt mich so, weil auch das habe ich mir gewünscht, dass ich keinen Wecker brauche, dass ich aufstehe morgens, sondern ich habe das von hier so gelernt, sage ich, wenn du den Herrn wecken konntest, kannst du mich auch wecken. So. Und das ist sehr erstaunlich, man kann sich auf ihn verlassen. Er weiß, wann ich mehr Schlaf brauche und wann ich weniger brauche. Und das ist schön, wenn man solche Erfahrungen hat, der Zweisamkeit mit Gott. Sie sind, ja, wichtig, aber sie sind nicht entscheidend, sage ich jetzt mal, weil das, was ich lerne, ist entscheidend. So, dann denke ich manchmal, oh Herr, das ist zu früh. Ja, und ich bin noch müde. Und er versteht das natürlich. Aber Jesus stand auf, er kannte seine Not. Und die Jünger wussten auch, wo sie ihn suchen sollten. Ja, die sagen, ach ja, warte, wir gehen. Sie schliefen noch. Sie hatte nicht geweckt. Sie kannten ihre Not nicht wirklich. Sie wussten nicht, dass sie nehmen müssen. So geht er und sie suchen ihn und sagen, Herr, komm, komm, die Leute warten auf dich. Das ist eine große Sensation, oder? Der hat alle geheilt und jetzt hat sich's rumgesprochen und jetzt kommt das ganze Volk zusammen. Und was tut Jesus? Sagt er, okay, komm, dass wir hingehen. Er macht genau das Umgekehrte, sagt, ich bin nicht nur für diese Stadt gekommen, lasst uns in eine andere Stätte gehen, weil auch andere müssen noch die Botschaft erfahren. So, Jesus brauchte die Gemeinschaft mit seinem Vater, um zu wissen, was er tun sollte. Er hatte ein enges Verhältnis, weil er konnte sagen, mein Vater hört mich immer, wenn ich zu ihm rufe. Oder? Sagt er das? Musste er beten, um den Lazarus aufzuwecken? Er wusste ja, Vater hört ihn. Ja, deshalb hat er nicht immer vorher gebetet, dass er, ja, in dem Moment. Er tat es aber um des Volkes willen. So, Jesus lernte Dinge von seinem Vater, die er dann im Alltag umsetzen konnte. Und er wusste, und das ist auch ein Prinzip, glaubt ihr, es ist gut, populär zu sein? Ja, Jesus wusste, dass die Popularität ein Hindernis ist fürs Evangelium. So, der Vater hätte es ihm nicht einmal direkt sagen müssen am anderen Morgen, lass uns hinein, weil er wusste, wenn irgendwo zu viel Volk zusammenkommt, um wessen Willen, weil es war ja Heilungen, nicht? Und dort, wo er heilt, kommt ja die Sensation auf. Die Menschen waren früher nicht anders wie heute. Ja, wenn ich plötzlich heilen könnte, dann könnte ich meine Praxis schließen. Könnte ich? Könnte nichts mehr tun. Die Leute kämen nicht mehr und sagen, ah, Doktor, was soll ich tun, damit ich gesund werde? Sie kämen, Doktor, bet für mich, leg deine Hände auf oder tu etwas. Und alles ist gut. Aber damit hätte ich den Menschen nicht geholfen. Weil sie würden weitergehen und würden dieselben Sachen tun. Und würden noch kränker werden als zuvor. Weil sie müssen ja ihre Verantwortung verstehen, warum sie gesund sein sollen oder krank werden. So, die Verantwortung wird Gott uns nie aus der Hand nehmen. Deshalb sind die Wunder nur ein Hilfsmittel. Jesus hat für mich aus einem Grund geheilt, warum er geheilt hat. Er hat die Leute aber auch immer instruiert, hat gesagt, tu das nicht mehr, sonst passiert dir noch was Schlimmeres. Er hat aber geheilt, um ein Missverständnis aus dem Volk herauszubringen. Die Leute dachten, weil sie von Gott als Sünder geschlagen sind und bestraft sind, sind sie krank. Und Jesus wollte zeigen, dass die Krankheit keine Strafe Gottes ist. Er wollte sagen, die Kranken sind meine Lieblinge, nicht meine Verurteilten. Weil in den Gedanken der Juden war die Sünde die Ursache der Krankheit, was ja richtig ist. Aber die Schlussfolgerung daraus war völlig falsch, nämlich, dass es eine willkürliche Strafe Gottes ist. Je sündiger du bist, je kränker wirst du.
Also musst du aus Gottes Gnade rausgefallen sein. Und das musste Jesus wegtun. Deshalb hat er gezeigt, dass er ein Freund der Kranken ist. Er ist nicht ein Feind. Er sagte, so wie der Vater ist, so bin ich auch. So, der Vater liebt die Kranken. Die Kranken sind ihm nahe. Sie sind nicht seine Feinde. Sie sind nicht die, die er ausstößt, sondern ganz im Gegenteil, ist gekommen, um die Kranken gesund zu machen. So eines der Dinge, die zur Zeit Jesu missverständlich waren im Volk, kam er, um es zu wiederherzustellen. Aber ich habe heute nicht die Aufgabe, als Arzt Wunder zu heilen und wunderlich zu tun. Weil die größte Not, die wir heute haben, ist, dass der Mensch nicht mehr seine eigene Verantwortung kennt. Und ich bin eher dazu da, dass ich jemandem zeige, die Verantwortung, die jeder hat für sein eigenes Leben. Weil Gott hat uns nicht zu Marionetten gemacht. Wir sind Wesen, die müssen eigenständig in der Abhängigkeit von Gott handeln. Weil wir werden zu dem, was wir handeln, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Werden wir? Sonst könnt ihr uns nicht zur Rechenschaft ziehen. Wir handeln, wir entscheiden. Aber wonach handle ich und entscheide ich? So, Jesus brauchte die Gemeinschaft mit seinem Vater, um zu wissen, was zu tun. Deshalb ging er nicht dort, wo es populär war, weil er wusste, die Popularität wird das Werk hindern. Wir denken heute ein bisschen anders. Wir denken, wenn die Botschaft muss schnell publik gemacht werden, auch das ist nicht sehr klug. Wir würden viel besser arbeiten, würden wir die Methode Jesu nehmen und uns, ja, ich sage jetzt mal von Mensch zu Mensch, die Botschaft des Erlösens weiterbringen und nicht durch die Medien. Die Medien haben ihre Rolle, aber sie sind nicht das, was letztendlich den Ausschlag geben wird. So, aber das ist nur eine kleine Klammer. Jesus hat gelernt, und eine gelehrte Zunge hatte er, um zu wissen, wer mit dem Müden spricht, weil er von seinem Vater die Weisheit lernte, morgen für morgen, Tag für Tag. Und damit hat er uns ja ein Vorbild gegeben. Ich bete auch um den Heiligen Geist, aber ich bete konkret. Ich möchte Dinge wissen. Ich möchte Dinge erkennen. Ich möchte, dass er mir Dinge offenbart. Weil ich weiß, der Heilige Geist hat alle Weisheit, aber ich nicht. Und er kann nicht, ohne dass er mein Bewusstsein, wie soll ich sagen, kriegt und erkennt, kann er mir nicht helfen. So war Jesus gebunden, seinen Jüngern etwas mitzuteilen in der Fähigkeit, wie sie es aufnehmen konnten. Und er hätte ihnen viel mehr sagen wollen, aber sie konnten es nicht verstehen. Lag es an Jesus oder an den Jüngern? An den Jüngern, weil sie waren nicht fähig, das zu verstehen. So, der Mensch lernt, indem er die Fähigkeit benutzt, indem er die Möglichkeit hat, die ihm gegeben worden ist, aufzunehmen und zu suchen. Deshalb sagt Jesus, suchet, klopft an, bittet. Aktiv oder passiv? Aktiv. So, wir können nicht von heute auf morgen weise, wir werden auch nicht die Erkenntnisse kennen in einer nächtlichen Offenbarung, sondern wir lernen wie ein Schüler Tag für Tag vom Heiligen Geist. Und je mehr wir lernen vom Heiligen Geist, umso mehr Heiligen Geist haben wir. Ja, ist also ein Wachstumsprozess. Es ist umgekehrt mit den Gaben. Die Gaben kommen auf einmal. Ja, die Jünger wurden ausgestattet mit Gaben am Pfingsten. Weil sie hatten ja schon einen Teil der Frucht des Geistes hervorgebracht. Sie wandelten, waren ja mit Christus gegangen und jetzt bekamen sie zu Pfingsten die Gaben,
des Geistes und konnten in unterschiedlichen Sprachen reden und konnten Wunder tun, was sie auch vorher schon konnten. Aber hier war es jetzt in einer außergewöhnlichen Art und Weise, weil es notwendig war, zu der Zeit das zu tun. Und vielleicht kommt noch mal die Zeit, um solche außergewöhnliche Gaben zu sehen. Aber was uns am meisten fehlt in der Christenheit, sind nicht die Gaben des Geistes, sondern die Frucht des Geistes. Was nutzt es, dass du die Gabe hast und sie kommt nicht aus Liebe? Was nutzt es, dass dir Gott irgendeine Kraft gibt und du verwendest sie für dich selbst, zu deinem eigenen Stolz, zu deiner eigenen Genugtuung? Ja? Es wäre nicht sehr klug von Gott, wenn er das tät. Deshalb ist die Frucht zuerst. Oder man könnte sagen, zunächst bin ich willig, mit Gott zu gehen, und dann teilt er mir auch eine Gabe aus, die ich dann benutze. Aber was entscheidend ist, was ich lernen soll, ist die Fähigkeit zu handeln aus Liebe heraus. Und aus Liebe zu handeln kann ich nur heraushandeln, wenn ich aus Gott heraus handle. Aus mir heraus kann ich keine Liebe bringen. Alles, was ich aus mir herausbringen kann, ist das, was ich von Menschen gelernt habe. Ja? So, deshalb, wie will Gott mit uns arbeiten? Er möchte uns Dinge beibringen. Er kann sie uns aber nur beibringen, schrittweise. Und ich beschäftige mich viel. Meine Beziehung zu Gott und in meiner Arbeit als Arzt beschäftige ich mich mit einer gesunden Denkweise. Wie kann ich fest sein, ausgeglichen, kompromisslos und fähig sein, bodenständig, nicht leicht verführbar von irgendeiner wundersamen Sache oder irgendetwas, einer Idee? Wie kann ich sein, dass ich so gehe? Und das, was ich gelernt habe soweit, ist, dass ich durch mein Studium in der Heiligen Schrift, das ich ja persönlich nehme, in mein Herz, in meinen Geist Grundsätze einbaue. Grundsätze, die ich immer dann verwenden kann, wenn sie gefragt sind. Sie mögen nicht immer da sein, aber wann muss ich die Geduld denn lernen? Oder wann muss ich die Geduld ausüben? Wenn alles gut geht, da brauche ich keine Geduld. Die Geduld brauche ich dann, wenn ich in der Not bin. Dann muss ich es haben, um zu tun. So, in unserem Geist, die rote Farbe sieht nicht mehr die beste aus. Ah, da. Such den Geist immer rot zu malen. Der Geist braucht ein Futter. Und wir sagen natürlich Liebe und Gerechtigkeit und die geistigen Bedürfnisse. Aber das, was der Geist letztendlich braucht, ist, was Jesus sagt, das Wort. Okay? Wenn ihr in meiner Rede bleibt, meine Worte, lest euch die ganze Schrift durch und ihr werdet finden, es geht immer um das Wort. Und die 10 Worte, die Gott gegeben hat, sind die 10 Gebote. Das heißt, das Wort ist auch das Gesetz. Weil du kannst dich als Geist nach nichts anderes richten, außer das, was hundertprozentig fest ist. Und ein Gesetz ist hundertprozentig fest. Ist nicht veränderbar, wenn es in der Natur ein Natur- oder ein göttliches Gesetz ist. So muss ich in meinen Geist aus dem Worte Gottes, ich sag mal, Bausteine einbauen, die ich benutze, wenn ich sie brauche. Ich baue sie ein, bevor ich sie brauche. Ja?
Es ist wichtig, dass wir lernen ja, zuerst gehen wir in die Schule, machen eine Ausbildung und dann fangen wir an zu praktizieren. Natürlich sollte man das im Wechselspiel machen, wäre viel günstiger. So, Wort und Tat kommt zusammen. Aber ich brauche das Wort nur, damit ich handeln kann. Ich brauche Grundsätze. Und eines der Grundsätze, den ich gelernt habe, und ich würde sagen, ist eines der tiefsten Dinge, die uns fehlen, ist der Grundsatz der Freiheit. Was sagt der Grundsatz der Freiheit aus? Der Grundsatz der Freiheit sagt aus, jeder darf tun, was er will. Einverstanden? Bitte? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe zurzeit ein Ehepaar, nicht hier aus Deutschland, die haben zwei Töchter, eine Tochter, die ist 19 und sie haben sie auf eine christliche Schule gegeben und dort hat sie sich in einen jungen Mann verliebt, der ein Zigeuner ist. Und Zigeuner sind ja auch Menschen, oder nicht? Aber sie haben gewisse Regeln oder gewisse Lebensweise, wenn man aus dem Land kommt, wo ich herkomme, die nicht ganz mit den anderen Menschen konform gehen. So würde ein Rumäne oder ein Deutscher oder irgendjemand mit einem Zigeuner nicht wirklich heiraten. Sowas ist etwas, was sowohl für Gläubige als auch Ungläubige gegen die Natur geht. Und jetzt sagt aber das Mädchen, ihr gefallen die Dunkelhäutigen. Und die Eltern reden mit dem Zigeuner und mit ihr, mit dem Jungen, und verbieten ihnen die Beziehung. Sagen, wir können das nicht akzeptieren. Der Vater ist nicht gläubig, nur die Mutter. Und die zwei sagen ja, aber hinterm Rücken geht die Beziehung anderthalb Jahre weiter. Und dann geht die Beziehung irgendwie zu Brüchen. Und jetzt erfahren sie, dass es zu Bruch gegangen ist, erst jetzt. Die Eltern sind natürlich glücklich oder enttäuscht. Ja, sie sind sehr enttäuscht, dass sie nicht, die dachten ja, es ist zu Ende, aber sie sind sehr enttäuscht, weil die Tochter hat ihnen nichts gesagt. Warum verheimlicht sie das von uns, nicht? So fragen sich dann die Eltern. Man muss nur eins und eins zusammenrechnen. Man kann einem Menschen, wenn es um seine Liebesquelle geht und die Kleine sieht in ihrem Jungen eine Liebesquelle, da kannst du machen, was du willst. Die Liebe ist und die Not nach Liebe ist stärker wie alles andere. So ist es nicht sehr gut, nicht Freund zu sein mit der Liebesquelle des anderen. Ich habe das gelernt. Ich habe das gelernt, es ist sehr wichtig. Wir haben unsere Pflegekinder. Und würde ich mit der Mutter oder mit den Eltern der Pflegekinder einen Konflikt haben, wer würde verlieren? Nun, die Kinder würden verlieren, aber sie sind ja jetzt groß. Aber wer wäre der, der unweise handelt? Ich wäre der. Ich weiß, ich kann das Herz des Kindes nur erreichen, wenn ich mit seiner Liebesquelle Freund habe. Auch wenn die Liebesquelle gegen mich feindschaftlich ist. Und es gab einige Situationen, dennoch habe ich gesagt, okay, ich muss Freund sein mit der Liebesquelle des anderen. Und das ist ein Grundsatz, den ich gelernt habe in der Zeit. Und damit habe ich
diesen Eltern, die rufen mich natürlich an und sagen, was sollen wir tun? Und ich sage ganz einfach, eure Tochter verstehen, Freund werden mit dem Jungen. Wem fällt es schwerer, dem gläubigen Elternteil oder dem Ungläubigen? Dem gläubigen Elternteil fällt es schwerer, das zu tun, was ich sage. Das heißt, als Rat, ich muss ja nicht tun, was ich sage, aber ich habe gesagt, ihr hättet schon längst eure Tochter wieder gewinnen können, jetzt hättet ihr gewusst, wie. Das Prinzip der Freiheit sagt, jeder darf machen, was er will. Ist ein göttliches Prinzip. Jeder darf machen, was er will. Im Himmel macht jeder, was er will. Weil im Himmel futtern sie alle von Gott und identifizieren sich mit Gott und sind freie Wesen. Gott kontrolliert niemanden, Gott guckt hinter niemandem her und sagt, mal schauen, hat er deine Hausaufgaben gemacht? Gott ist ein Kontrolleur. Kontrolle kommt nur von der Gegenseite. Kontrolle ist in Gottes Eigenschaft nicht drin. Er lässt jeden machen, was er will. Er hat ihm ja deshalb den Geist gegeben und die Entscheidung. Dass es Konsequenzen gibt, ist ganz klar. Die Gesetzmäßigkeit ändert sich ja nicht. Aber kann ich als Elternteil mein Kind sehen, dass es was Falsches tut und es ihm zulassen? Bitte? Nun, für wen tut es mir weh? Für das Kind oder für mich? Wessen Seite vertreten die Eltern? Des Kindes Seite oder ihre Seite? Handeln sie aus Liebe zu ihrer Tochter oder aus Egoismus? Aus Egoismus. Und die Tochter hat recht, weil sie sagt, ihr versteht mich nicht. Ja, wenn sie die Eltern handeln aus Liebe, wenn sie sagen, mein Kind, du kannst dir wählen, welchen Mann du willst. Wir können zugucken, wenn du leidest. Weil Gott kann es auch. Ich habe unsere Tochter, als sie heiraten wollte, und ich war mir nicht sicher, ob es der richtige Junge ist. Weil man kann ja nicht durchblicken. Ja? Er hat ich fand nichts an ihm, aber ich habe natürlich gesucht. Ja, weil wenn sie einen schon fragt, und ich habe ihnen immer gesagt, die Wahl ist dein. Ich sagte nur, was ich denke. Aber ich kann zugucken, wenn du leidest. Ich weiß nicht, ob du kannst. Die Freiheit erlaubt dem anderen, den Fehler zu tun. Weil vielleicht lernt er daraus. Aber das kann eine Mutter und ein Vater nicht, wenn sie es von Gott nicht gelernt hat. Und das ist das, was ich so bemängle am christlichen Leben, dass wir nicht die Dinge lernen, die wir sollen. Wir haben eine große Ansammlung an Lehren, die aber leer sind, weil wir sie nicht gefüllt haben mit Tätigkeit. Und dann kommt so eine Krise und man ist lange gläubig und das Mädchen verliebt sich in den Falschen und die Mutter handelt aus purem Egoismus für sich selbst und für ihre eigene Ehre, denkend, sie handelt für das Kind. Aber Liebe ist nicht abstoßend. Liebe ist Anziehen. Und so vergehen 4 Wochen und das Mädchen hat den nächsten Zigeuner. Und jetzt ist das Chaos. Ja?
Und das ist jetzt nicht, der erste war ein Geschulter, der ist auf die Uni gegangen, wird Mediziner, ist Medizinstudent. Dieser ist jetzt der Schläger der Schule. Also das heißt, er ist der muskulöse Typ der Schule. Nicht der Schläger, aber ist der Sonny Boy. Ja? Und jetzt sind die Eltern am Nagetuch. Okay? Die Eltern wollen das Gute. Aber sie haben nicht gelernt, das Prinzip der Freiheit. Es gibt ein Alter, wo ich meinem Kind nicht mehr sagen kann, wo ich ihm nur noch raten kann. Wo ich nur noch Partner bin mit ihm und sage, okay, ich stehe dir zur Seite. Ich habe den Eltern gesagt, schaut, akzeptiert die Freundschaft eurer Tochter. Und ihr werdet ihr helfen, weil die Tochter redet mit ihr nicht mehr. Sie rufen sie an, sie wohnt ja in einer anderen Stadt, auf der Schule. Sag ich, besuch sie. Nein, die Tochter will mit uns nicht mehr zu tun haben, das ist ja ganz klar. Die Eltern wollen ihr ja ihren Liebeshappen wegnehmen. Und wenn dir jemand den Liebeshappen wegnehmen will, was willst du tun? Und wie ein Hündchen guckst du, dass du es behütest und dass es dir niemand wegnehmen kann. Und würden sie die Freundschaft akzeptieren und sagen, wir sind nicht einverstanden mit deiner Freundschaft, aber wir akzeptieren sie, wir respektieren dich, du darfst. Du darfst dir wehtun, wenn du willst. Und wir heilen, wir helfen dir, die Wunden verbinden, wenn es soweit ist. Aber wir erlauben es dir und stehen dir zur Seite. Das kann man nicht, wenn man nicht Gottes Geist hat, wisst ihr das? Da kannst du sein, wer du willst. Das kann man nicht von allein schaffen. Ich sage immer, wir brauchen die Gnade nur für die Dinge, die wir nicht tun können. Deshalb brauche ich in meinem Herzen Grundsätze, die mit der Heilige Geist hineinschreibt, die ich dann auch ausleben kann. Die im Leben wirksam sind. Aber der Grundsatz, der schreibt sich Schritt für Schritt rein, der Freiheit. Weil das größte und übelste Ding des Menschen ist, dass er denkt, er ist Gott. Und um des guten Willen würde er regieren. Die Diktatur des Guten ist das Schlimmste. Ja, ich will mit guter Absicht dich zwingen, das Richtige zu tun. Und das finden wir überall im Christentum, egal wie du dich nennst, egal welche Denomination du hast. Weil wir nicht gelernt haben, in unserem Geist Dinge hineinzuschreiben, die nicht veränderbare Gesetze sind. Wollen wir alle frei sein oder wollen wir nicht frei sein? Welches ist das Bedürfnis des Geistes? Ist es ein Bedürfnis, frei zu sein oder nicht? Ja. Wollen wir beherrscht sein? Wollen wir, dass uns jemand dirigiert? Wollen wir das? Nein. Warum tun wir es dann? Versteht ihr? Genau das, was wir nicht wollen, das tun wir. Genau das, was wir verabscheuen, das bringen wir über andere hin. Und das ist grausam. Ich hoffe, wann habe ich gesprochen mit den Eltern zuletzt? Vor ein, zwei Wochen. Ich hoffe, die Mutter sagte, ja, ich habe mit dir gesprochen, aber ich kann dir doch nicht sagen, wir können doch den Jungen nicht zu uns nach Hause einladen. Sag ich, lade ihn noch ein. Vielleicht kann er ein bisschen helfen. Der Vater ist Schreiner, vielleicht guck mal, ob er arbeiten kann. Seid Freund mit ihm. Ich gehe aber noch eine Phase weiter. Ich habe in einem fernen Land von hier, eine Familie kam zu mir letztes Jahr und sie hatten ein Problem. Ihr Sohn ist homosexuell. Und der Sohn will, dass die Eltern seinen Freund akzeptieren. Die Eltern sind Christen. Was ist der Rat? Freund akzeptieren oder nicht? Das heißt, wenn ich mich von jemandem separiere, kann ich ihn nicht erreichen. Jesus wurde nicht schmutzig, indem er mit den Sündern redete und sie annahm.
Wenn überhaupt der Sohn erreichbar ist, dann ist, wenn die Eltern seine falschen Entscheidungen respektieren. Wer weiß nicht, ob man durch die Annahme des Freundes einen Zugang findet zum Herzen des Menschen, weil ohne Zugang kann man keinen Einfluss ausüben. Und ohne Zugang kommt man auch nicht, und wenn man nicht Freund ist, kann man jemandem auch nicht sagen, oder? Nur Freund und Freund hören aufeinander. Freund und Feind? Ja, wenn ich ein Feind wäre, ich habe dieser Frau, dieser Mutter gesagt, schau, du kommst zu mir, weil du einen Rat willst, wie von einem Freund. So sei du dieser Freund deiner Tochter. Aber solange du ihr Feind bist, kann sie nie zu dir kommen und um Rat fragen. Weil es ist ihr gutes Recht zu denken, sie kann alles. Mit 19 denkt man, man weiß alles, oder? Da hat man die Welt in der Hand und ja, schon früher ein bisschen weiß man es. Und so geht man seinen Weg. Aber man ist noch so blind. Und die Eltern, die ja 20 Jahre älter sind, die wissen, dass das Blindheit ist, weil sie ja schon die Erfahrung haben. Sie sind ja dort schon vorbeigegangen. Aber sie versuchen jetzt mit Gewalt, und ohne Geist Gottes kannst du nur mit Gewalt etwas tun. Aber mit dem Geist Gottes, wenn das Gesetz der Freiheit in dein Herz geschrieben ist, dann wirst du nur die Schritte unternehmen zum Helfen deines Kindes, die mit diesem Gesetz in Einklang sind. Nämlich, sie darf auch das Falsche tun. Ohne dass du Druck ausübst und es nicht zulassen kannst. Weil ich sage Ihnen, die Herrschsucht ist die tiefste Sünde des Menschen. Und sie kommt hervor durch das Gute. Wir benutzen eine gute Absicht, um böse zu handeln. Ist das nicht schlimm? Und wir sehen es nicht. Deshalb streiten wir ja untereinander. Streiten wir um des schlechten Willens? Wir wollen doch alle das Gute. Jeder, der streitet, will das Gute. Aber jeder benutzt die Hammermethode. Jeder benutzt das falsche Werkzeug. Weil man das Gesetz des Geistes nicht im Herzen geschrieben hat. Ich sage, eines der wichtigsten Sachen, die mich Freiheit neben Harmonie ist Freiheit etwas, was mich sehr interessiert. Und ich sehe, dass Krankheit sehr viel mit Unfreiheit zu tun hat. Ja? So, das Gesetz der Freiheit sagt, dass jeder darf tun und lassen, was er will. So hat uns Gott gemacht. Sicherlich ist nicht jedes Tun richtig. Aber das Gesetz ändert sich nicht dadurch. Gott sagt, das ist der richtige Weg, das ist der falsche. Du bist derjenige, der es wählen kann. Und du trägst auch Verantwortung, nicht Gott. Gott verantwortet für dich nicht dort, wo deine Verantwortung ist. Wir sind nicht verantwortlich für die Fehler unserer Kinder, sind wir? Auch da sind Mütter sich nicht so sicher. Nun, wir mögen Fehler gemacht haben. Wir haben alle Fehler gemacht in unserer Erziehung, haben wir. Aber man kann sie auch wieder gut bügeln, sage ich. Und ich habe Ihnen ja gestern erklärt, ich habe meine Kinder viel zurückgewonnen, indem ich verstanden habe, ich kann sie nur gewinnen, wenn ich das, was ihnen zusteht in ihrem Alter, genehmige. Ich bin zwar nicht einverstanden, das wissen Sie alle, aber Sie dürfen. Und damit ist man Freund. Man kann ja immer seine Haltung bezeugen, solange sie nicht dem anderen aufgedrängt wird. Das ist die Sanftmut. Jesus war der allersanftmütigste Mensch, der hier auf Erden gelebt hat. Man konnte ihn jedoch nie bewegen. Weil wer sanftmütig ist, ist so fest. Er ist so fest gebaut in die Art des Handelns, dass ihn niemand verschieben kann. Versteht ihr? Wenn wir Freiheit geben, kann uns niemand die Freiheit einschränken. Niemand. Wenn ich aber die Freiheit nicht gebe,
bin ich automatisch eingeschränkt. Wenn ihr das Gesetz durchguckt, wenn ihr die Bergpredigt durchguckt, Jesus sagt, widerstrebet dem Übel nicht. Und es steht schon 2000 Jahre in der Bibel und die Christen lesen es und jeder Christ widerstrebt dem Übel. Oder nicht? So wie wenn es Jesus nie gesagt hätte. Jesus sagte seinen Jüngern, dass er sterben wird am Kreuz. Sagt er es ihnen ein paar Mal? Und dass es soweit war? Es war, wie wenn sie es nie gehört hätten. Weil sie einfach etwas anderes erwarteten. Ihr Geist war bei ihren Posten. Was sie alles werden und das Himmelreich wird auf Erden sein und das Königreich Gottes. So, sie hatten ein falsches Verständnis. Und Jesus konnte ihnen das falsche Verständnis nicht nehmen, es sei denn, er ließ sie tief fallen. Und als sie aufschlugen auf den Boden und als es nicht mehr tiefer ging, da kam ihnen die Weisheit. Und da fanden sie und plötzlich verstanden sie, aha, du hast es uns ja gesagt. So, die Worte müssen in unser Herzen geschrieben werden. Und ich gehe jeden Morgen zu Gott. Und dieses Buch ist das wichtigste Buch geworden, weil es beinhaltet das ewige Leben. Es beinhaltet, mich fähig zu machen. Weil in diesem Wort ist ja die Kraft schon drin. Sie kommt nur in mich hinein, wenn ich sie tue. Aber zuerst muss ich es ja verstehen. Ich muss mit dem Gesetz der Freiheit einverstanden sein. Bevor ich nicht einverstanden bin, werde ich es auch nicht ausüben können. Einverstanden ist der erste Schritt. Damit gewinnt mich der Geist Gottes. Aha, okay, wunderbar. Der zweite Schritt ist jetzt, kommst du zum Test und jetzt siehst du, ob du es kannst oder nicht. Und du fällst einen Haufen Mal durch, dass du erkennst, du hast es zwar irgendwo im Bewusstsein verstanden, aber in deinem Herzen ist es noch nicht geschrieben. Es ist noch nicht deine natürliche Haltung, jedem Menschen Freiheit zu geben. Und bis das nicht deine natürliche Haltung wird, fällst du an der Stelle immer wieder. Es gibt andere Grundsätze, aber ich kann sie euch jetzt nicht wie alle. Es ist ein Grundsatz nach dem anderen, den ich ins Herz mir schreiben lasse, indem ich das Wort lese. Ja, ich lasse mich von Gott persönlich wecken. Ich lese auch jeden Morgen, wenn ich die Bibel öffne, und sage, Herr, sprich zu mir. Und nicht alles, was ich lese, ist für mich bestimmt. Aber das, was er mir sagt, und ich habe heute Morgen einen Text gelesen und der traf mich genau dort, wo ich ihn brauchte. Und es ist wiederum ein tiefer Grundsatz, den hier ich gelesen habe und es hat mein Herz sehr erwärmt. In Johannes 10, da sagt so der Herr, denn meine Schafe, ab Vers 27, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Okay? Sie hören nicht nur die Stimme, sie folgen mir. Und dann sagt das Folgende, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Ist das nicht gut? Niemand. Das heißt, wenn der Geist Gottes in uns wohnt und Christus und wir gehören ihm, dann kann uns niemand aus seiner Hand reißen. Der Vater, der mit mir ist, der mir sie gegeben hat, ist größer denn alles. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Unser Geist braucht Festigkeit. Er muss sich auf etwas immer stützen. Er hat in sich nichts, er hat keinen Anker in sich. Er braucht eine feste Stütze. Das Problem ist nur, dass der Geist sich im Natürlichen auf einen Menschen stützt. Ja? Eines der tiefsten Dinge, die ein Mensch bemängelt in seinem Leben, das ihn krank macht, ist, ich habe niemanden, der hinter mir steht. Ich höre das und ich erkenne es.
Ich habe niemanden, der hinter mir steht. Es ist ein Bedürfnis, dass jemand hinter uns steht. Brauchen wir eine starke Hand, die hinter uns steht, oder eine schwache? Eine starke, sonst haben wir ja keine Sicherheit, keine Festigkeit. Und deshalb brauche ich zu wissen, worauf stütze ich mich? Ich muss mich auf Gott stützen, aber auf Gott stützen heißt mehr nur wie auf eine Person, sondern auf Gott stützen heißt, fähig zu sein, mich an dem festzuhalten, was richtig ist. Fähig zu sein, mich an dem festzuhalten, was richtig ist. Weil das ist ja auf Gott stützen. Wissend, er hält mich dort, wo ich nichts tun kann, aber dort, wo ich tun kann, hält er mich nicht, da muss ich selber halten. Das heißt, wenn ich meiner Frau noch nicht 100% Freiheit gebe, liegt es an Gott, weil er mich nicht genug stützt? Oder an mir? Es liegt an mir. So, deshalb weiß ich, ich habe hinter mir eine Stütze und Gott hält mich. Aber ich habe auch eine Not, ich muss mich ja selber festhalten. Ja, wenn ich in ihm bin, hält er mich fest. Aber ich muss mich an diesen Dingen, die mein Teil sind zu tun, die muss ich fähig sein zu tun. Weil Gott wird nicht am jüngsten Tage sagen, und wir werden keine Entschuldigung haben, zu sagen, naja, die Frau war nicht so, wie sollte, oder der Mann nicht, oder die Kinder hätten sie nicht so gewesen, dann wäre ich ja der liebste Mensch gewesen, dann hätte ich die Freiheit gegeben. Nein, das wird so nicht sein. Wir werden alles für das, was wir hätten lernen können, unter den Umständen, in denen wir sind, müssen wir tun. So, ich brauche eine Stütze hinter mir. Und wenn Gottes Wort und sein Gesetz meine Stütze ist, dann hat das zwei Seiten. Einmal stützt er mich dort, wo ich nichts kann dafür. Und auf der anderen Seite muss ich mich festhalten, dort, wo es meine Sache ist, es zu tun. Weil ich muss mit meinen Mitmenschen kommunizieren und nicht Gott. Ja? Aber ich werde so kommunizieren mit meinen Mitmenschen, wie ich verbunden bin mit Gott und wie viel ich von ihm gelernt habe. Deshalb ist es ja so, dass wir als Christen den anderen Menschen zeigen, wie Gott ist. Und zeigen wir es nicht, wie Gott ist, dann laufen die Menschen von Gott weg. Das Schlimmste ist, dass du kannst heute nicht dich Christ nennen und jeder sagt, oh ja, das ist eine ehrenhafte Sache. Christen sind die alleranständigsten in dieser Welt. Sie sind die allerliebevollsten. Sie sind die allerehrlichsten. Kann man das so sagen? Mit Christen ist es angenehm zu sein. In ihrer Gegenwart bist du wie im Himmel. Ist es das? Das wäre schön. Ja? So, das ist der Sinn. Wie sollen die Menschen Gott lieb haben, wenn die Christen nicht liebevoll sind? Wie soll dieses arme Mädchen Gott lieb haben, wenn seine Mutter, die gläubig ist, Gott nicht darstellt? Es wird weglaufen von Gott. Weil es sagt, so einen Gott, der mir nicht erlaubt, einen Zigeuner zu heiraten. Ja, so. Und das Mädchen bringt die Argumente aus der Schrift. Wir sollen ja nicht. Das Mädchen hat Unrecht. Ich bin auch dafür. Es braucht Ordnung. Das ist nicht gut. Gott hat auch in der Schrift Prinzipien gegeben, mit wem man heiraten soll. Aber jeder darf auch den Falschen heiraten. Das ist das, was wir vergessen. Ja? Das Prinzip ändert sich nicht, wenn jemand was Falsches tut. Wir müssen zum Prinzipien stehen. Und ich gebe den Eltern recht, dass sie Sorge haben für ihr Kind. Sie sehen die Sache richtig. Aber ihr Handeln ist falsch. Ihr Handeln ist diktatorisch. Und ihr Handeln ist um ihretwillen, nicht um der Tochter willen. Ja. Und das entfernt die Tochter nicht nur von ihnen selbst, sondern auch von dem Gott, den sie verkündigen und angeblich anbeten. So, ich hoffe, wir haben ein bisschen was gelernt. Ich sehe so, um das zusammenzufassen, meine Beziehung zu Gott hat den Sinn, dass ich etwas lerne. Je mehr ich lerne, je mehr Heiligen Geist habe ich. Weil
Und das ist ein Prozess, der über Jahre geht. Es ist nicht etwas, was über Nacht. Ich konnte vor 5 Jahren das, was ich heute weiß, oder nicht weiß, sondern auch ausleben kann als Prinzip, noch nicht verstehen. Vor 5 Jahren wollte ich noch das Flugzeug in der Luft umdrehen, damit es nicht landet in Frankfurt, weil meine Tochter saß drauf und sie kam von der Schule aus Kanada und hatte gesagt, sie will mit Gott nichts mehr zu tun haben und sie fliegt jetzt zurück nach Hause und geht zu ihrer Mutter, weil dort muss sie nicht anbeten jeden Tag und Andacht haben und kommt nicht mehr zu uns nach Hause. Und ich habe gebetet an dem Abend und ich habe bis um Mitternacht, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gesagt, Herr, das Flugzeug geht nicht, das musst du umdrehen, so wie den Jonah du gestoppt hast, als er nicht, so, wir haben ja ein paar Beispiele, so musst du das tun. Und gehe dann letztendlich ins Bett, ich gehe morgens auf und stehe auf, um in den Wald zu gehen und um 6 Uhr morgens sehe ich, das Flugzeug landet oder ist gelandet und ich gehe raus und ich bin böse. Und da spricht Gott zu mir an dem Morgen in einem sehr deutlichen Gedanken, weil ich gesagt habe, okay, Herr, wieso, warum und so weiter. Und ein Gedanke kommt, der sagt, wenn es nach dir ginge, müssten alle genauso handeln, wie du willst. Hat er recht oder nicht? Bin ich der Einzige, der so will? So, er hat mich an dem Morgen als großen Gewalttäter demaskiert, der ich nicht wusste, dass ich bin. Und dann habe ich gesagt, okay, es muss sich was ändern. Muss sich was ändern. Weil du denkst ja jetzt, wie sollst du dich auf das Kind, war ja 17 und 18, wie sollst du mit dem Kind jetzt umgehen? Weil du musst es ja irgendwie bestrafen oder musst ihm irgendwas geben, dass es merkt, dass es was Falsches getan hat. Ja? Und so bist du geplagt von deinem eigenen Geist, wie du handeln sollst. Und dann betest du zu Gott und sagst, okay, hilf mir, mach Ordnung, was soll ich? Und so habe ich mit Gottes Hilfe gelernt über die Jahre, dass der andere tun kann, was er will. Und das ist eines der Dinge, man kann viele, viele Prinzipien gibt es hier, die Gott in unser Herz schreiben muss, aber es ist eines derer, die am tiefsten gehen, weil sie uns dort anfassen, wo wir Götter sind, wo wir um des guten Willens bestimmen wollen. Aber ich habe das Herz der Tochter gewonnen dadurch, dass ich gelernt habe, schwer. Es hat mich viel Kampf gekostet im Wald, jeden Morgen, mit meinen Gedanken, wie soll ich umgehen? Was soll ich tun? Wie soll ich handeln? Aber irgendwann mal habe ich es gelernt. Es bedarf, wisst ihr, wir verstehen nicht, wenn Jesus sagt, betet ohne Unterlass oder betet mit Entschlossenheit. Es bedarf, wenn du ein Problem hast, viele Gebete, damit du die Dinge erkennst. Weil du bist immer wieder gestoßen von deinem eigenen Stolz und Egoismus, gegen den anderen vorzugehen. Du wirst immer wieder versucht, deine Gewalt auszuüben. Die schläft nicht, bis das Ding nicht mit einer anderen Gesetzmäßigkeit besetzt ist. Und dann kannst du es. Und ich bin mir sicher, mit den Prinzipien der Liebe Gottes kann man das Herz gewinnen. Weil jedes Herz ist empfindlich auf Liebe. Jedes Herz ist empfindlich auf Liebe. Aber auf Diktatorisches ist das Herz nicht empfindlich. Davon läuft es weg. Und es mag sein, dass jahrelange vergehen, bis jemand sich an dich erinnert, dass du ein liebevoller Mensch bist. Und dann zu dir kommt, besonders die Kinder, und sagen, aha, wer auch immer, er ist liebevoll. Vielleicht könnte er mir helfen. Und dann ist unsere Stunde gekommen, wo wir unseren Kindern helfen können. So, ich habe keine Schwierigkeiten, wenn sie in Not kommen, soll die Not auch kommen. Weil dann merken sie ihre Grenzen. Und dann bin ich da zu helfen.
weil sie dürfen das Falsche tun, bis sie Vernunft lernen. So, lasst uns mit Gott so gehen, dass wir Tag für Tag Dinge lernen. Als Fragende gehe ich zu Gott. Als Fragender öffne ich die Schrift. Und ich will wissen, was ich tun soll. Ich will wissen, was ich lernen soll. Und so ist dieses Wort natürlich für mich etwas Lebendiges geworden. Es wird dann lebendig, wenn es hier steht. Wenn es in meinem Herzen steht, hat es seine Pflicht erfüllt. Und jedes Mal, wenn ich es brauche, ist es da. Weil du hast es ja gelernt. Und die Kraft liegt im Wort. In dem Prinzip der Freiheit liegt die Kraft, so frei zu handeln und genau Gottes Ebenbild so darzustellen, wie er ist. Und das will ich. Ich will, das habe ich schon gesagt, und das macht mich natürlich auch verletzbar, aber ich bin gern bereit, viele Verletzungen hinzunehmen, bis ich es gelernt habe. Ich will der liebevollste Mensch werden, den Gott auf Erden hat. Zu hoch gedacht. Und so lade ich euch auch ein, mit mir in Konkurrenz zu treten, wenn ihr wollt. Sagen, wir wollen noch liebevoller werden wie du. Das ist nicht schön? Der liebevollste Mensch auf Erden, da fängst du an, anders zu denken. Weil du weißt, jeder guckt auf dich. Jeder misst dich. Aber lass dich durch dich messen. Weil mit der Kraft des Heiligen Geistes kannst du ja leben zu dem Standard. So dass du auch das bist. Und dann magen die Kinder zu dir kommen und sagen, naja, hier hast du noch, sage ich, ja, ist richtig, hier bin ich noch nicht dran, aber warte noch ein Jahr und dann kann ich es auch. Versteht ihr? Wir müssen nicht traurig sein, wenn wir es noch nicht können. Aber es wichtig ist, dass wir nicht aufgeben, dass wir es lernen. So, in diesem Sinne, vielleicht beten wir noch zusammen und gehen nach Hause. Unser Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Es ist das Kostbarste und Beste, was du tun konntest für uns. Damit wir durch dieses Wort und durch die Kraft deines Heiligen Geistes so erbaut werden, dass unsere Herzen wieder auf Grundfesten stehen, wonach sich unser Geist richten kann. Du hast uns gemacht, dass wir uns eigenständig bewegen, dass wir eigenständig, selbstverwaltend unser Leben gestalten. Und wenn wir das tun unter den Grundsätzen, die du uns gegeben hast, so ist unser Leben sicher, schön und ein Segen für die anderen. Wir wollen unbedingt mehr von dir nehmen. Wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen in die Tiefen deines Inneren gelangen, damit wir verstehen, wie du bist, damit wir dich auch ausleben können, damit die Menschen sich an uns erfreuen können, weil sie können sehen, dich in uns. So, hilf uns, dass wir nie entmutigt sind, wenn wir noch die vielen, vielen Fehler in uns sehen, sondern mit großem Glauben und starker Perseveranz, das heißt Entschlossenheit, dem Ziel entgegengehen, dass unsere Kinder dich in uns sehen können. Danke dir, dass du uns erhört hast. Amen.